So, die Jagd beginnt. Da steht sogar schon. Nächste Runde wieder mit Randoms. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir hier was gerissen kriegen. Guck mal ins Scheißhaus rein. Ne, so. Hier gucken wir auch nochmal überall durch auf der Suche nach Schätzen. Hier ist leider gar nichts drin. Ist leider gar nichts drin. Hat da ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht nochmal eine Geldkassette finden. Ich glaube, im ganzen Abend, wir sind gerade live auf Twitch für alle auf YouTube, die das jetzt im Nachhinein sehen sollten, die Folge hier. Ich habe die ganze Folge oder die ganze Zeit plus einen einzigen Dingsbums gefunden. Eine einzige Schießkassette bloß. Die, ach, da vorne sind beide schon weiterlaufen. Random Bärenfalle. Ich bin der Random Bärenfallenmann. Mit meine rostigen Zinken. Der Random Bärenfallenmann. Muss mir mal ein bisschen einprägen, wo ich an manchen Stellen immer mal Kassetten gefunden habe, also sprich Kassen. Würde mich mal interessieren, ob die auf der Map hier immer an der gleichen Stelle spawnen. Also zumindest von der Stelle her, ne? Oh, ernsthaft? So, da nix wie hoch hier. Legen wir uns erstmal gleich nochmal mit Zeug ein. Ja. Das war jetzt nicht ganz so clever. Natürlich keine Sau rein hier gerade. Ja, er macht das schon, glaube ich. Er macht das schon. Das ist so eine Art Revolver, ich verstehe. Oh. Packen wir mal eine schöne Falle hin. Oh, nicht, dass da irgendeiner reinlatscht hier. So, gibt es denn hier noch andere Eingänge? Hier ist noch ein Eingang. Leider keine Bärenfallen irgendwie, ne? Bärenfallen wären nicht schlecht gewesen.
Ist noch eine Bärenfalle drin? Nee. Das ist ein bisschen uncool. Es fehlt eine Falle. Eine weitere Falle wäre nicht schlecht gewesen. Oh, da kommen schon Schüsse. Es wird wieder eklig, das weiß ich jetzt schon. So. Oh, eine böse Ecke hier, ne? Hier ist auch eine Tür. Ganz schön uncool. Es sind schon Schritte. Mist. Hatten ist ein genialer Perk. NPCs könnte ich nicht mehr angreifen. Okay, das war meine Falle. Das war meine andere Falle. Man sieht halt gar nichts, ne? Man sieht halt überhaupt nichts. Natürlich uncool, ne? Der ist oben auf dem Dach irgendwo. Natürlich jetzt. Ich kann den halt jetzt auch nicht löschen, ne? Ausgang wäre ja Richtung 175. Ah, oh, Kacke. Das hat keinen Sinn. Der eine brennt, der andere ist auch tot. Wer ist er?
Kacke. Ah, der Nachteil ist halt jetzt mit diesen verdammten White Shirten. Haben halt überhaupt keine Ausdauer. Was ist jetzt der große Nachteil? Weiß, die sind hier genau hinter mir, ne? Das ist wieder einer mit so einem ekelhaften Bogen anscheinend, der so eine Stacheldrahtdinger schießt. Ich habe aber auch keinen Vorsprung, ne? Ich habe keinen Vorsprung. Aber ich weiß gar nicht. Habe ich überhaupt einen Bounty dabei? Ich habe, glaube ich, gar keinen Bounty, ne? Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, weil ich gar keine Schattensicht mehr hatte. Das wird jetzt echt ätzend. Heilige Scheiße. Uiuiuiuiui. Das ist doch wirklich gerade ein Wettrennen, ne? Aber Alter, wie viele Leute momentan unterwegs sind mit diesem Bogen mit Stacheldraht dran, ne? Ist ja richtig ätzend. Heiliger noch eins. Das war wirklich gerade den letzten beißen die Hunde im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Aber es müssen anscheinend schon wieder zwei Teams gewesen sein. Ne? Draußen sind nämlich laufend jede Menge Leute krepiert. Und unsere Leute waren ja drinnen. Beziehungsweise unser Team. Müssen da also anscheinend zwei Teams draußen gewesen sein. Boah, das war auf die letzte Sekunde, glaube ich, dass wir da noch rausgekommen sind. Die waren kurz vorm Wagen. Ne? Ah, die Chokebombs wären praktisch gewesen, aber nehmen halt in den meisten Fällen immer einen Platz weg. Und jetzt hat es gerade angefangen zu regnen, nur leider ein paar Sekunden zu spät. Hätte es eher angefangen zu regnen, wäre das Feuer von alleine ausgegangen. Wow, wir haben nicht einen Player-Kill gehabt diese Runde. Aber immerhin sind wir rausgekommen, ne? Die anderen beiden mussten wir zwar zurücklassen, wir hätten die eh nicht nochmal aufheben können. Dafür waren draußen noch zu viele Spieler. Aber wenigstens wir haben es rausgeschafft. Schon mal nicht so schlecht gewesen. Ja, kurze, aber knackige Runde. Und ja, zumindest für uns erfolgreich, ne? Auch wenn es unser restliches Team leider nicht geschafft hat, aber es hätte keinen Sinn gemacht. Da waren halt zwei Teams draußen, die uns hätten alleine halt kalt machen können, ne? Und da hätten wir die Runde gar nichts von gehabt. Wir haben halt wenigstens einen Bounty rausgebracht. Das war das Beste, was wir noch machen könnten. Sehen wir uns in der nächsten Runde und gucken mal, wie diese wird. Ne? Bis zur nächsten Runde. So, dann auf in die nächste Runde. Und wir gucken mal. Wieder früh oder spät in der Nacht, wie man so will. Ne? 1 Uhr gerade wieder.
Und entsprechend wird es wahrscheinlich nochmal interessant werden, was wir hier so für Leute treffen. Denn wie gesagt, je später es wird, desto interessanter werden manchmal die Runden. Was hier? Oh, nehmen wir mal mit. Ja, hast du wohl. Desto interessanter werden meistens die Runden, denn wie gesagt, da sind dann bloß noch die richtig kranken Leute unterwegs. So, und schließen wir erstmal zu unserem Team auf. Hier wäre eine Bärenfalle gerade gut gekommen, ne? Bei dem Durchgang hier. Laufen die Leute nämlich immer ganz gerne durch, weil es halt schnell und einfacher Weg ist. Oh. Pitch. Ah, hier war schon wer. Die haben sich aber gut reingeschlichen hier. Die haben sich ja mal richtig gut reingeschlichen. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Dass hier schon wer ist. Hm. Frage ist, kommen die Jungs nochmal wieder oder rennen die weiter? Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass hier schon wer ist. Das war eine teuer erkaufte Fliegenbombe gerade, ne? Das war eine sehr teuer erkaufte Fliegenbombe. Aber, mal gut, dass ich vor der Runde hier mit den Verbleiben oder mit den Punkten erstmal noch Feuerfest gekauft habe. Das brauchen wir jetzt ein bisschen länger, bis wir ausgebrannt sind. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet, dass da schon wer ist. Das hat er überlebt? Wow. Das war ja gerade richtig dreist, was der da gemacht hat. Nu, wo ist er hin? Ah, hier unten. Könnte ein Solo-Dude sein. Thanks, Dude. Ja, ich hätte gar nicht gerechnet, dass hier schon wer war. Oh, der hat meine Waffe gewechselt, die Sau, glaube ich das? Was ist ja dreist. Okay, das schon. Das war gerade schon echt dreist. Dadurch, dass ich nicht weiß, ob der nochmal aufsteht. Noch mal Geld. Ach, haben sie schon aufgesammelt. Schade. Nee, vorbei. Ach, haben wir schon Gift drin. Ach, der ist schon ausgebrannt. Kann ich natürlich meine Waffe nicht mehr mitnehmen. Natürlich nicht so geil. Ja, der wird nicht noch mal aufstehen. Das glaube ich nicht. Der wird nicht nochmal aufstehen. Rennende Jäger können nicht geplündert werden, okay. Okay, unser Teammate rennt schon mal sonst wie weit vor.
Ja, theoretisch gesehen ist eigentlich Blödsinn, was wir hier machen. Hätte halt auch eine Falle draufstellen können, aber ausbrennen ist halt immer die effektivere Lösung. Hm? Tja, sollte der andere Dude jetzt sterben? Ausgebrannte Jäger können nicht geplündert werden. Scheint ein Solo-Dude gewesen zu sein. Dass der dann nicht nochmal versucht hat aufzustehen? Wird doch wahrscheinlich kein Necromancer gehabt haben, ne? War wahrscheinlich ein ganz frischer Jäger. So eine Sauerei. Hat der mir meine Scottfield mit Dum-Dum-Munition geklaut? Diese Sau. Glaub ich ja wohl. Das war frech. Ja. Großes Problem wird jetzt natürlich sein, jetzt hier noch rechtzeitig irgendwo hinzukommen. Wollen wir mal gucken. Wir wissen halt noch nicht mal, wo der... Ah doch, es ist vor uns. Okay. Das wird jetzt natürlich... Unser Knutzen ist auf jeden Fall weg. Den kriegen wir nicht mehr wieder. Ach, ignorier die doch. Okay. Ah, der hat das mit Schattensicht gemacht wahrscheinlich, ne? Ich nehme an, der hat das mit Schattensicht gemacht, ne? Okay. Ich hab nichts zu verlieren. Ich hab nichts zu verlieren. Ist der Ausgang? Wäre hinter uns, ne? In die Richtung. Heiliger, das war ein, okay, die sind irgendwo hinter uns. Das ist nicht so gut. Das ist wieder gar nicht so gut. Eine, wenn man keine Ausdauer hat. Mal gucken, dass wir High Ground kriegen. High Ground und dann nix wie weg. Unser Dude ist wieder sonst wo. Holy. Heilige Scheiße. Kunstverrat ist voll. Hacke. Der sitzt halt am Ausgang, ne?
packe hier mal vorsichtshalber eine Falle drauf. Herzengel. Mach mal mit. Halten wir uns noch mal schnell. Haben die vor? Oh, nichts mehr raus. Nichts wie raus. What are you doing? All clear. GG. Cool. War ein gutes Comeback. Hätte ich zum Anfang nicht mit gerechnet, dass das so gut lief. Ich wundert aber, dass wir das Bounty da oben einfach holen konnten. Denn unser Mate, der vorgelaufen ist, hat doch niemals allein den Boss da so schnell gemacht. Also entweder da in dem Gebäude lagen zwei Leichen oder drei oder eine. Wundert mich gerade ein bisschen, dass da drinne kein Gegner irgendwie war. Ich meine, die Typen, die uns hinterhergelaufen waren, waren ja schon ziemlich dicht in der Nähe. Als ob die den Boss gemacht hatten. Aber das macht eigentlich keinen Sinn, warum man das Bounty dann nicht aufhebt. Ne? Ich meine, klar, es kann eine Falle sein. Damit du Spieler anlockst, ne? Damit du noch ein paar Kills farmen kannst. Kann halt auch mächtig nach hinten losgehen. Hat sich gelohnt, ne? Ordentlich Hand dort eingestaubt. Da abgestaubt. Alter, waren ja nur Solo-Dudes drin hier. Da waren ja nur, bis auf das eine Team hier, aber waren ja nur Solo-Dudes drin. Er hatte mich gekillt. War auch ein Solo-Dude, ne? Hat er teuer bezahlt ein Einsatz hier, ne? Den haben wir relativ einfach weggeholt, obwohl es ein 4-Sterne-Dude war. Okay. Cool. Du kannst laufen. Gucken wir mal, ob wir die Dame in der nächsten Runde vielleicht nochmal wiedersehen, ne? Wenn sie überlebt und wenn die Runde entspannt genug wird, dann cutte ich die wahrscheinlich dann gleich dran. Sehen wir uns dann in der nächsten Runde.